Tief versteckt im Himalaya liegt Bhutan, ein eigenständiges Königreich, dessen Einwohner auf eine kriegerische Vergangenheit zurückblicken. Ihre Konflikte fochten die Bhutanesen zumeist mit Pfeil und Bogen aus. Noch heute beherrscht fast jedermann im Land den Umgang mit dieser Waffe. Einer der besten Schützen ist jedoch eine Frau. Tsering Choden schießt so gut, dass sie Bhutan sogar bei den Olympischen Spielen vertreten durfte. Die kriegerischen Zeiten sind längst Vergangenheit. Die Wettkämpfe von heute dienen eher dem spielerischen Kräftemessen. Diese Männer trainieren jedes Wochenende für ein Duell mit dem Nachbardorf. Ein Treffer wird gefeiert. Unter den Zuschauern ist die 25-jährige Tsering Choden, die beste Bogenschützin des Landes. Traditionsgemäß treten bei solchen Wettkämpfen nur die Männer gegeneinander an. Wenn ich die schießen sehe, würde ich gern mitmachen. Ich bin auch Bogenschützin. Ich würde gern einmal wissen, wie das hier ist. Ich denke aber, sie würden einer Frau nicht erlauben, teilzunehmen. Sie würden sich von mir gestört fühlen. Seit Monaten trainiert Tsering Choden für einen Wettkampf in der Hauptstadt Thimphu. Dort soll entschieden werden, welche Schützen an der Olympiade teilnehmen dürfen. Jeden Tag trainiert sie dafür 5 Stunden. Beim Bogenschießen kämpft man mental. Es gibt beim Kampf keinen Körperkontakt. Bogenschießen macht dich körperlich und geistig stark. Meine Eltern waren dagegen, dass ich als Frau Bogenschützin werde. Aber mein Bruder hat mich unterstützt. Er hat mir das Bogenschießen beigebracht. Ich war nicht gut in der Schule, also wollte ich Bogenschützin werden. Dann wurde ich für einen Wettkampf in Bangkok ausgewählt. Ich hatte mich sehr verbessert und schließlich sagten meine Eltern, okay, du kannst weitermachen, du hast mehr Talent fürs Bogenschießen als für die Schule. Sie waren also einverstanden. Radi, Tsering Chodens Heimatdorf, liegt dicht an der chinesischen Grenze. Bhutan ist etwa so groß wie die Schweiz, bei schätzungsweise 700.000 Einwohnern. Seit wenigen Jahrzehnten durchlebt Bhutan einen Wandel. Wie kaum ein Land auf der Welt war es bis in die 1960er Jahre völlig isoliert. Erst allmählich öffnet sich das Königreich. Vor wichtigen Ereignissen ist es in Bhutan üblich, einen Astrologen zu befragen. Tsering Choden will von ihm wissen, wie ihre Chancen für die Olympiateilnahme stehen. Der erste Wettkampf wird in Thimphu sein, nicht wahr? Wenn du aus dem Haus kommst, musst du in die östliche Richtung gehen. Tsering Choden war schon bei der Olympiade in Sydney dabei, schaffte es dort auf Platz 50. Als Sportprofi kennt sie viele Länder. Olympia bleibt aber ihr wichtigstes Ziel. Dieses scheint nun in Gefahr zu sein. Er sagt, ich werde wenig Glück haben. Ich muss viel beten für mein Glück. Ich wollte hier im Tempel beten, weil ich glaube, dass dann meine Träume wahr werden. Ich habe dafür gebetet, zur Olympiade zu dürfen. Und falls ich dabei sein werde, dass dann mein Resultat besser sein wird als beim letzten Mal. Der Trainingsplatz der Sportbogenschützen. Tsering Choden hat ihr Programm wieder aufgenommen. In 4 Tagen findet das Turnier statt, bei dem entschieden wird, wer an der Olympiade in Athen teilnimmt. Von Bhutans Schützen konnte sich keiner direkt für Olympia qualifizieren.
Zu hoch lag die internationale Messlatte. Aber das IOC vergab 2 Wildcards an das kleine Himalaya-Land. Damit dürfen nun ein Mann und eine Frau nach Athen. Einen Profitrainer kann sich die 22-köpfige Mannschaft nicht leisten. Täglich 8 Stunden trainieren die Sportler, außer am Wochenende. Die Schützen erhalten vom Staat 90 Euro im Monat, gerade genug zum Leben. Sie trainieren hart, gehören dafür aber zur sportlichen Elite des Landes. Heute ist der Tag der Entscheidung. Ich bin olympische Bogenschützin und ich bin stolz, das sagen zu können. Ich gehöre zur olympischen Familie. Bogenschießen ist mein Leben. 12 Runden, a 6 Pfeile auf 70 Meter werden geschossen. Zweieinhalb Minuten haben die Schützen für eine solche Runde. Tseringchoden schießt sich schnell an die Spitze. Dicht gefolgt von ihrer schärfsten Konkurrentin, Tashi Dorma. Tsering liegt weit vorne. In der 6. Runde hat sie von 360 Punkten 335 erreicht. Doch plötzlich unterbricht Tsering unerwartet den Wettkampf, gibt ihren Bogen ab und verschwindet. Sie flüchtet in den Mannschaftsraum. Tränen überströmt. Sechs Runden lang war ich gut. Aber plötzlich in Runde 7, ich weiß nicht, was passiert ist, machte mein Finger nicht mehr mit. Ich habe sehr hart für diese Olympiade gearbeitet. Ich war fast nie zu Hause. Ich konnte meinen Eltern nicht helfen. Plötzlich ist das passiert. Ich kann die Sehne nicht mehr spannen. Vier Wochen später hatte Tseringchoden ihre Verletzung auskuriert und absolvierte den Test ein zweites Mal. Sie übertraf Tashi Dormas Punktzahl und erhielt daraufhin als einzige Frau ihres Landes den Zuschlag, an den 28. Olympischen Spielen in Athen teilnehmen zu dürfen.